schönen guten Abend, Frau Böhm. Können Sie uns zunächst sagen, was heute stattfindet? Heute bin ich in Freiburg, um meine Wetteinlösen zu machen und vor allem Danke zu sagen. Danke an alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Freiburg und gleichzeitig auch gratulieren für die wirklich toll gewonnenen Wette. Waren Sie, nachdem Sie erfahren haben, dass Freiburg sozusagen gewonnen hat, sehr überrascht über dieses Ergebnis? Ich habe mich über jede Stadt gefreut und überrascht, dass sie gewonnen haben, aber andererseits bestätigt, welcher Einsatz dahinter steckt, wie viele Leute mit großartigen neuen Ideen da zu diesem Einsatz gekommen sind. Und das ist für mich eine große Freude, aber auch eine große Vertrauen und eine große Motivation, diesen Weg weiterzugehen. Was wurde mit der Spende aus Freiburg gemacht? Es wurde im Südwestäthiopien eine Hauptschule gebaut für über 1800 Kinder gehen drinnen und das ist, heißt Topa Edgett Higher Primary School, das ist Hauptschule und ich freue mich für jedes einzelne Kind, das durch den Bau dieser Schule einen besseren Schule und vor allem eine Chance auf eigene Entwicklung bekommen. Was hat sich denn so geändert? Was wurde denn gemacht? Wir haben in Deutschland mit 24 Städten Deutschland und zwei Sonderwetten, eine schwimmende, das MS Europa, und eine schreibende Schwäbische Zeitung mit 26 Wettpartnern diesen Wett eingegangen. Und davon sind von 24 Städten, 21 Städte haben gewonnen. Und damit haben wir 3 Millionen Euro zusammenbekommen und damit haben wir 14 neue Schulen angefangen, dieses Jahr zu bauen. Haben Sie denn noch weitere Projekte am Laufen oder was haben Sie denn noch in der Zukunft vor? Wir haben vieles vor und vor allem, dass alle unsere Projekte ist ein Langzeitprojekt. Wir haben 11 Projekte parallel als integrierte ländliche Entwicklungsprogramme laufen und eine davon ist natürlich die Schulbauten, ist einer der Schwerpunkte für unsere Arbeiten und das haben wir durch die 30 Jahre Jubiläumsjahr und vor allem durch die Wetter auch einen großen Schritt vorwärts gekommen. Dann gratulieren wir Ihnen erst einmal und vielen Erfolg für die weiteren Projekte in der Zukunft. Vielen Dank für dieses Interview. Ich danke Ihnen. Ich gratuliere aber alle Gewinner und ganz besonders der Stadt Freiburg und das Volk der Freiburg. Und ja, danke für alles.